Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Zeit. Reicht auch an der Stelle. Hi. Heute ist eure Lieblingsserie zurück. Nach 6 Monaten kommt die nächste Folge. Ich baue mein Traumgaming-Zimmer. Bin ich mega aufgeregt, weil wir haben einfach das größte Paket am Start, was wir jemals hier dabei hatten. Also ist einfach übelst groß. Ja. Ui. Ja. Gut, fast doppelt so groß wie mein Schreibtisch. Ja, okay, nicht ganz. Aber dreimal so groß wie mein Schreibtisch. So, oh, das geht. Ui, das geht. Jesus, fresh. Okay, da hol ich einmal meine schwere Platte hier raus. Alter, ist das lang. Ich krieg's nicht raus. Oh mein Gott, das ist einfach genauso lang wie mein ganzes Zimmer. Jedenfalls habe ich jetzt 8 Dinger von denen ausgepackt. Ich weiß nicht, ob ihr schon erraten könnt, was diese Dinger hier sollen. Nämlich sind das so Elastikteile für Sport machen. Diese Dinger, wo man dann so... Das hier sind LED-Streifen für die Decke. Wir machen heute die Decken-LED. Aber am Ende soll es einfach so mega episch aussehen, dass die Decke dann einfach so richtig krank beleuchtet wird. Jetzt werden wir sehen, ob ich das auch hinbekomme. Nämlich habe ich zum Ankleben hier so eine Pistole und hier so einen Kleber. Damit wir anfangen, ich habe... keine Ahnung, wie dieses Ding hier funktioniert. Ich bin jetzt schon dabei, 5 Minuten das so zurückzudrehen, damit ich hier diese Patronen da reintun kann. Ah, das kann man so... Oh mein Gott! Also vorab, ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Immer bevor ich ein neues Projekt anfange, da sage ich mir, was ist die schlimmste Sache, die passieren kann, damit ich nicht so viel Angst habe. Also hier ist ja einfach das Schlimmste, dass ich mich irgendwie verklebe, dass irgendwie Feuer fängt, dass deswegen dann dieses Haus hier abbrennt. Und dass das dann auch in der Zeitung steht und dass deswegen dann alle Depressionen kriegen und dass deswegen der dritte Weltkrieg anfängt. Wir kämpfen gegen den dritten Weltkrieg. Also danach wird es auf jeden Fall viel besser aussehen. Jetzt strahlt diese LED einen leicht an. Die sieht auch nicht so geil aus, deswegen werde ich die jetzt hiermit mit diesen Styropor-Dingern irgendwie vertauschen. Okay, ich werde jetzt das erste Ding hier verkleben. Ja, wünsche mir Glück. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gut läuft, liegt bei ungefähr... 0,8%. Okay, da schießt Kleber raus. Jetzt geht's los. Ich habe da Kleber drauf gemacht. Ja. Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt, Alter. Maschallah. So, Alter, das erste Stück schon drauf. Aber jetzt haben wir hier ein weiteres Problem. Diese Balken sind so lang, ich müsste hier das jetzt schneiden. Noch ein anderes Problem ist außerdem, dass ich nicht dran gedacht habe, dass es Ecken gibt. Also, ich habe einfach gar keine Ahnung, wie ich das Problem lösen werde. Jetzt werde ich aber erstmal hier versuchen, dieses Teil irgendwie zu schneiden. Ja, mal wieder Schweizer Messer jetzt einfach rausgepackt und... Okay, es geht rein wie Butter. Perfekt. Alter, es ist voll gut geworden. Um ehrlich zu sein, wusste ich noch nicht mal, dass diese Dinger da an der Decke aus Styropor sind. So, dann habe ich das zweite Ding jetzt auch geklebt. Also ich bin mit den Dingern hier fertig. Jetzt muss ich noch diese Ecke hier machen. Ja, dazu werde ich jetzt einfach probieren, diese Styroporteile zurechtzuschneiden, dass sie perfekt da drin sind. Das wird definitiv nicht verweckt werden. Sieht mega fresh aus. Jetzt tun wir noch die LED-Wade rein und gucken, wie es aussieht. Also nicht alle Zwischenräume sind sehr gut, vor allem der hier ist etwas verkratzt. Ja gut, okay, ich gucke gleich, ob ich da noch was machen kann. Aber jetzt tun wir erstmal die LED-Strip da rein, damit wir sehen können, wie es aussieht. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. So, jetzt sind so 2-3 Stunden vergangen und ja, okay, man sieht schon über mir, sieht übelst geil aus einfach. Oh mein Gott, Bruder, das sieht einfach nur, oh, oh,
Damit du siehst, hier kann man es auch mit einem Handy steuern. Also ich stelle es einmal auf weiß jetzt zum Beispiel. Können es auf grün stellen. Also es ist so krank. Man kann sogar pink machen, was meine Lieblingsfarbe ist. Lol, das sieht halt echt nice aus. Jetzt habe ich außerdem noch hier was geändert. Also die Nano-Leaves habe ich anders aufgestellt. Etwas symmetrischer finde ich jetzt noch besser. Und auch hier die Tafeln getan. Zuletzt haben wir dann noch hier dieses Bild über mein Bett gehängt. Dream Big steht da. Das heißt auf Deutsch, du bist ein Arsch. Und dann habe ich noch diese Wand hier frei. Ich weiß noch nicht ganz, was ich hier hinmachen werde. Vielleicht können wir da ja irgendeinen Fernseher oder sowas hinmachen. Das wäre auf jeden Fall übelst krank. Ja, schreib auf jeden Fall in die Kommentare, falls du noch gute Ideen hast. Also Fernseher, das müsste ich auf jeden Fall noch abklären. Lol, auf der Tafel steht ja was. Da steht, abonnieren. Ach, wahrscheinlich hast du noch nicht abonniert. Ja, dann, ich würde dir empfehlen zu abonnieren, weil wer nicht abonniert, der wird keine Pommes bekommen.